Soviet anthem intensifies. Wait a second. Wären in einem vollständig ausgeprägten Kapitalismus auch Feedpicks für alle Zustände, einfach für alle verfügbar? Kommunismus ist doch gar nicht so schlecht. Nein, okay. Bin kurz abgedriftet im Gedanken. Obwohl wahrscheinlich warum sollte man welche machen, wenn es keinen Markt dafür gibt? Ne? Das ist ja eigentlich eine Erscheinung des Kapitalismus. Eigentlich sind, und hier finde ich, kommt erst die richtige Theorie zum Anschlag. Feedpicks sind ein Ergebnis von Hyperkapitalismus. Das heißt, logischerweise kann es in einem kommunistischen Staat nicht Feedpicks for free für alle geben, weil es dann kein Incentive gibt, sie zu machen. Und das ist auch die Kernbegründung dafür, warum Kommunismus keinen Sinn ergibt. Also ein bisschen ist sie das tatsächlich, aber auch ironisch. Also bist du gegen Kommunismus, ganz klar. Das ist eigentlich eine gute Metapher dafür, was Kommunismus halt mit sonst kapitalistischen Gütern macht, an die in der DDR überhaupt Kameras. Ich habe das jetzt auch so hypothetisch formuliert. Bringst du uns geile Korea-Snacks mit? Ich werde auf jeden Fall welche probieren. Ich weiß nicht, ob ich erst einpacken werde, mal gucken. Wir müssen jetzt keine unironische Debatte darüber starten, warum Kommunismus im Zweifelsfall doomed to fail ist. Aber ja, nee, auch aus Feedback-Perspektive. Hup. Evelyn Bun, so gefällt mir das doch. Sind so lecker. Ich kenne gar keine koreanischen Süßigkeiten. Ich bin mal gespannt, warum die Obsession mit Feedpicks. So, das war nicht. Wir sind gerade nur drauf gekommen, weil ich Punkte bekommen habe. Weil ich gratis Punkte für meinen Pass bekommen habe. Und die waren for free. Und das for free-Meme kommt aus einer. Kommt aus irgendeinem TikTok oder irgendeiner Scheiße von wegen, du hast for free auf Wüste drauf gefilmt, haha, XD. Daher war die logische Verknüpfung zwischen meiner for free Aussage in dem Moment das. Und deswegen sind wir überhaupt mit dem Thema da reingeschlittert. Wukong First Pick mit einem Yiban. Wie delusional kann man sein? Imagine, du bannst einen Champion, den du counterst. Hat er gerade Katharina Top eingeloggt? Bilde ich mir auch ein, glaube ich. Agorin Kha'Zix? Ich will kein Assassin Kha'Zix spielen. Gegen das Team kann ich doch kein Assassin Kha'Zix spielen, oder? Aber ich kann Agorin Kha'Zix nicht. Boah, damit kann ich erst anfangen. Gibt es was anderes als Assassin's Kha? Ja, dieses komische Bruiser-Bild, auf das Agorin schwört. Aber das ist so ein komischer Playstyle, da bekomme ich überhaupt nicht klar. Ich habe noch nie Bruiser Kha gesehen, außer bei Agorin. Das wurde vorhin in der MSI gespielt, tatsächlich, vor ein paar Tagen. Koreanisches Team hat es gespielt. Soll wohl auch ziemlich lustig gewesen sein, weil er komplett useless war. Ja, also diesen Bruiser Kha'Zix zu spielen, ergibt auch keinen Sinn, außer du weißt genau, was du tust. Das ist auch so der generelle Call eigentlich bei dem Bild. So, jetzt müssen wir tatsächlich auch competitive spielen hier und dürfen nicht unsere E als zweites skillen. Um ehrlich zu sein, als ich das gemacht habe auf meinem zweiten Account, habe ich auch recht schnell gemerkt, was für eine dumme Idee das ist. Mal da gehen in der Top, dann nennt man Proxy. Das machen sie nicht so. Potenziell 300 Free Gold für mich, wenn ich da jetzt direkt hingelaufen wäre, aber dann ist halt mein Clear-Fakt und er könnte vielleicht sogar rauskommen, ohne dass ich Assist kriege. Er hat Glück gehabt, dass ich, also ich meine, er wusste es wahrscheinlich, weil er Intel hatte, aber er hat Glück gehabt, dass ich Botzeit angefangen habe, weil sonst wäre das schief gegangen für ihn. Oh, ist das unlucky, ich versuch's, aber ich glaube nicht. No way, right? Wo portest du? Oh, okay, ich krieg den. Worth as fuck. Ist er da portet, ey, wie dumm von ihm. Wir gehen Käfer-Dieb jetzt hier. Käfer-Dieb. Ui. Guter Poke. Ah, die greeden nicht, die haben Vision hier drin. No? Oh my. Never mind. Oh, der Damage. Holy shit, er hat sich isolated. Er hat sich fucking isolated durch die kurze Range. Der Buff ist ja insane. Der Buff ist ja super insane. Der Patch kommt in 30 Minuten? Wer sagt das denn? Das ist eine Lüge. Schade, dass ich noch kein Level 6 habe, ey. Na komm, du willst es doch auch. Er dachte, er kriegt rechtzeitig wieder, aber Isolation Damage once again. Ja, honestly, wo zur Hölle ist der Wukong? Dass ich als Kha'Zix den outvalue im Early. Was stimmt eigentlich? Deswegen ist das alles so leicht. Wo ist der Affe? Boah, krieg ich da was? Ne, der hat einen Tausch auf mir rauskommen müssen, ne? Ne, ne. Oh, achso. Oh, wie schnell hat er den denn wiedergekriegt? Das ist ja widerlich. Jin, bitte. Danke. Oh. Oh, this kitty is fucking dead. Ja, nee, ich liebe es auch zu farmen. Der ist nicht mehr gestorben seit einer Level 1 Aktion, der Singed. Ja. Warte, Yumi will meine Hilfe? Oh, wirklich. Wie schnell der ist. Oh, we can. No? This is easy. Komm da, ich bin da.
Was denn? Ich hab ihn doch. Ah. Ich habe aber auch einen Affen gefunden, tatsächlich. Weil ich habe keinen Bock mehr da drauf. Dass sie dauernd das fightet. Also, tut mir leid, aber das ist ab sofort deine Sorge. Well, today I learned. Die Range von meiner E ist interessant. Boah, keine Vision. Are you guys serious? Der Diven kann ich nicht mit K6. Schön. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich leveltechnisch behindfalle, aber ansonsten bin ich hier erstmal fein soweit. Was willst du jetzt für Hilfe von mir, Yumi? Sollen wir die jetzt nochmal machen hier, oder was? Boah, ich kann da halt nicht einfach reingehen, das geht nicht. Oh, we kinda have to, ne? Oh mein Gott, Lukas! Ja, okay. Double kick the gym, I guess. Ja, ihr müsst den Pink wegmachen. Wenn ihr den Pink nicht wegmacht, kommt ihr da nicht raus. Okay, seid dead. Schade. Wait! Wait, you're smurfing! Holy shit, Alter. Das war ja so clean. Ja, ab jetzt sind wir so in der Phase, wo ich mit dem Käfer anfange, hilflos zu werden. Ich weiß, dass ich wichtige Ziele eliminieren muss, wie ich das mache. Das ist aber das, was mich jetzt schnell an die Grenze meines Könnens stößen wird. Lass einfach mit reinziehen, ganz ehrlich. Cutter, wir helfen mir nicht rechtzeitig. Oh mein Gott, was ist das, Drew? Was zum Fick wird das? Du brauchst keinen AP-Gin. Nein, du gehst nicht 5-0, um AP-Gin zu bauen. Ich hasse das. Ich hasse Zinch so sehr. Der ist nicht da? Was ist das denn hier? Oh Gott, und jetzt kommt das Viech. Sehr gut, haben wir gut gemacht. Hätten wir nicht besser machen können. Jetzt kommt er nicht auch noch raus. Sehr schön. Er geht actually AP-Gin. Well, guys. Ja, das habe ich mir gedacht. Hallo, Yumi. Oh mein Gott. Ein AP-Gin würde ich auch verlassen, bin ich ehrlich. Oh, er geht 5-1. Der kann das Game einfach solo carryen. Und stattdessen baut er AP. The fuck's going on here? Hier gibt's keinen Tower für dich, mein Freund. Zu knicken. Ja, ich bin leider out of ult charges und ewig CC'd. 4,81 Sekunden. Ja, das war nicht so der beste Engage. Ja, ehrlich gesagt, Klett und Wukong sind unsere einzigen Probleme, ne? Ich habe das Early Game zwar dominiert, aber der Wukong kommt jetzt halt aus dem Jungle, ist nützlicher als ich, weil mein Champ einfach grausam ist in deren Comp. Naja, solange ich noch was zu farmen habe, es ist machbar. Ja, der Drake ist indeed wichtig, das ist korrekt. Aber dafür brauche ich euch. Boah, mache ich einen Damage gegen den da, wenn er isoliert ist. Aber halt auch nur, wenn er isoliert ist. Ich kam nicht ran, ich war einfach CC'd. Ist ja so zum Kotzen. Ich bin hab die ganze Zeit durchgehend Diät. Ich war einfach permanent an Ort und Stelle stuck. Was geht man danach normalerweise? Mehr Damage, wa? Ich glaube, das kann ich nicht machen. Ich muss jetzt hier schon Black Cleaver bauen. Der Black Cleaver ist actually mein Rezept zum Überleben in diesem Game. Und vor allem mein Rezept zum Kills machen. Lukas, wieso? Ich hab gerade gedacht, ich spiele Master Yi. Ich hasse alles. Oh, thank God. Das wäre Game gewesen sonst. Für den Fall zumindest. Boah, das ist echt. Ich muss mich richtig konzentrieren hier, damit ich nicht reinfeede. Das ist, schwierig. Ja. Ich habe aus dem Game rausgetappt. Was ist denn hier kaputt gegangen gerade? Sehr gut. Be dead. Das ist alles, was ich machen muss. Das ist mein einziger Job. Auch wenn das ehrlich gesagt nicht reicht in diesem Game wahrscheinlich. Der wollte einfach nicht sterben. Der war sogar isoliert und trotzdem habe ich ihm so wenig Damage gemacht. Ja, ich bin, wie ich eigentlich schon gemerkt habe, ich bin ein terrible Champ gegen dieses Team. Ja, man, if only you build fucking AD Jin, maybe we would win. Jetzt baut der Essence River da oben drauf. Also, dass ich schlecht fürs Team bin, das hilft halt wirklich nicht, dass der sich nur selbst nerft. Macht er das öfter? Oh mein Gott, das macht er wirklich öfter. Der baut auch Bruiser.
Oh mein Gott, der baut alles auf Jin außer Meta. Oh ja, das Edgeling-Call, das Edgeling-Call. Ja, ja, doch, das ist gut. Wir werden so krank geaced hier. Jin, kannst du vielleicht nicht auf der Vision rumstehen? Ja, das geht so schief, Alter. Wir haben Baron. Ich bin da raus. Ich hätte da vielleicht noch Kills machen können, aber nicht ohne Dustblade. Ich gehe da rein und sterbe einfach. Hat der Jin gerade ein WP gekriegt? Was hat der gemacht? Ich habe es nicht mehr gesehen. Was bauen wir hier nach jetzt? GA, I guess. Einfach nur, um more annoying zu werden. Oh! Jin? Ich fürchte, die helfen mir auch deine Traps nicht weiter. Imagine, du würdest dir mit Auto-Attack Schaden machen. Das wäre crazy, oder? Ich bin... Oh. Oh, ich mach Damage! Oh mein Gott, das ist nicht mein Ernst. So winnable, wenn ich dann nicht in die fucking Wukong-Ult reinflashe. Ich wollte Flash eh für ein Reset auf Dingens, aber war nicht drin. Actually, ich habe ja gar keinen Reset, ich habe kein Dustblade, ich habe ja fucking Eclipse. Also Jin's E mit AP, das kann witzig sein, das sind Montage-Clips, aber es ist nicht gut. So, wenn jemand auf 5 Fallen draufsteht und einfach stirbt, das sieht super witzig aus. Dafür, dass in Solo-Queue zu spielen, Flare, würde ich ihn aber trotzdem wirklich flamen. Was evolved man eigentlich mit Kha'Zix? Ich hätte jetzt die W aus Reflex evolved, weil der Slow eigentlich echt geil wäre für uns, glaube ich. Der Reset ist relativ egal. Oh, hier ist jemand. Oh mein Gott, als ob ich da so schnell sterbe. Okay. Ich habe überlegt, einfach rauszugehen, aber ja, ich dachte mir, wenn ich wirf. Junge, der macht ja so viel Damage, der Killer Trip Cutter. Oh, Jin, du musst treffen, du musst treffen und du lässt dich gerade töten. Warte mal, seine Ulti macht ja auch gar kein Damage, fällt mir gerade auf. Oh, könnt ihr machen. Also die Aurelia ist, glaube ich, gefühlt genug. Und sie setzt schon mal direkt als erstes den Stun daneben. Sie trifft ihre W nicht auf die Morgana. Never fucking mind. Was ist das denn? Junge, es ist selten, dass ein Username so outcheckt. Ich hab gesmited, by the way. Ganz witzige Geschichte. Nemikolexia, ich weiß nicht. Ich habe ja auch manchmal diese komischen Frame-Drops. Die letzten Male hat es immer geholfen, das hier einmal zu ändern. Mal gucken, ob das jetzt auch hilft. Oh no. Wieso bleibst du denn darin stehen? Oh, keine Chance, ich kann nicht mal den in der Backline töten. Also ich habe das Gefühl, mein Pick ist giga useless einfach. Unsere Katharina sollte halt alles zerstören eigentlich. Ich habe die Frage schon letztes Mal gefragt, aber wenn ich Level 18 erreiche, dann habe ich auch noch die letzte Fähigkeit, die Wolven, oder? Ich habe nur 30 Sekunden auf meine Ult für mich. Ist das okay, das Play? Wie war die? Ihr macht schon wieder keinen Baron? Ihr seid so weird. Du stehst in dem Feld drin. Wir gewinnen gerade, ich glaube das nicht. No fucking way, dass wir gerade gewinnen. Wir holen hier nicht viel raus, ich mach Drake. Wir können locker beides machen hier, guys. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Guys, wir haben ein ganz spannendes Game hier an unseren Händen, ey. Heilige Scheiße. Den Team war jetzt auf Kha'Zix so hart, ja. Jetzt, wo ich GA habe und ein bisschen tankiger, dann geht's bei mir so. Aber, boah. Ich muss irgendwie mich immer überall durchschlängeln. Ich habe bisher immer mit Unsichtbarkeit engaged. Das habe ich jetzt das erste Mal nicht gemacht. Das hat sich viel besser angefühlt direkt. Sie ist Sterax gegangen. Okay, jetzt baut er noch Frozen Heart obendrauf. Der spielt legit Randomizer. Der baut einfach, was kommt. Nicht für den Ressourcen ausgeben. Der ist Bait. Der ist purer Bait, der Junge. 100 Pro. Okay.
ich mach gar keinen Damage da. Oh mein Gott, okay, das war wenigstens einmal gut. Weil die Rela macht die ganze Arbeit so. Der Slow ist schon praktisch. Das ist der Klon. Okay, we actually just win. Was? Zum Fick, ich werde so wenig Damage auf diesen Grafen haben. Mehr als der Djinn immerhin. Das beruhigt mich etwas. Ja, war gar nicht so bad, actually. War gar nicht so, war okay. Magic Damage, der alte Djinn. Fucking useless. Fucking useless. Man könnte glatt meinen, dass es kein AP-Champion war.